So, okay. Losers Finals. Losers Finals oder Semifinals? Semifinals, ja? Wer wartet noch? Hier. Wer wartet denn? Gier. Gier wartet noch. Stimmt. Ja, haben wir gewusst. Alter, das ist eigentlich Berliner 1 und 2 gegeneinander gerade, genau. Ne? Aber das Bracket war ein bisschen komisch durch die ganzen D-Confirms. Ja, das stimmt. Also, ja, wie vorhin schon mal gesagt, wir hatten zwei, die direkt Winners Round 3 gestartet sind. Ja. Oh, ja. Okay, mal gucken, was wir hier haben. Oh. Das sind so Pokes, Interactions, nicht so wirklich viel. Mhm. Was ist da noch passiert? Oh, Super Grab. Nice. Oh, okay. Nice. Okay, Rabat. Na gut. Justin ist ja sehr gut im Mix-Up, ne? Mhm. Das Timing da, die Two-Frame ist nicht einfach überhaupt. Allgemein, die Nest zu Edge-Garden ist tatsächlich nicht free. Nee, auf jeden Fall. Wenn der Jump da ist, das ist so viel Mix-Up. Also ich kann es nicht, auf jeden Fall. Aber wenn man weiß, dass er ob ihn nutzen muss, dann geht's. Also du musst halt den Double Jump. Ja. Yeah. Aber es ist bei jedem Charakter so. Erstmal Double Jump holen und dann geht's. Aber eigentlich, dass Ness Free Edge Guard ist, das ist ein Myth. Ja. Das ist ein Myth. So, aber Justin hier schon Dash Attack fehlt. Also Down to Dash Attack müssen wir gucken. Mm. Schön. Okay, das war aber knapp. Beide last hit und back throw. Killed schon mit dem Range. Perfekt hat die Eye in die Ecke, aber halt. Ja. Ey, das macht Slippy ganz gut. Am Anfang des Sets wartet er einfach in der Ledge. Ja. Und erst später in der Set macht er die Mix-Ups. Nice. Good to catch him together. Mit dem Command Grab. Und ja, das holt gleich 40% raus. Mhm. Slippy, der spielt jetzt einfach runter. Ich meine, er hat warped. Aufgeladen. Diesmal weiß er auch, dass es Full Warped ist. Hat er vorhin gesagt, dass er wollte unbedingt Half Warp haben. In dem Moment ist Full Warp gekommen. Lustig. Oh. Ist die Framerate ein bisschen wacky. Yes. Ich frage mich warum. Es könnte vieles sein. Ich hoffe in den Worts ist es. Das, was wir jetzt angucken, ist eigentlich eine Übertragung von OBS. Okay. Und gleich ist es OBS. Ja, nicht was gestreamt wird. Aber. Mal sehen, vielleicht wenn es auch so da ein bisschen schlecht aussieht. Da sieht es flüssiger aus. Ja, ne? Dann soll das Stream okay sein. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier so einen Splitter haben, damit wir beides Screens haben gleichzeitig können. Gut, zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. In der Zwischenzeit hat Justin den Schlag geholt. Mhm. Und hat einen sehr soliden Lead. Das war 32%, aber selber noch nicht. Mhm. In Gefahr zu sterben. Aber wobei, Lead ist halt relativ gegen Wario. Warf das nach draußen. An Uppy. Ich weiß nicht, was er da wollte. Backflow für Stack Position. Sieht wirklich gut aus für Justin gerade. Guter Backshake. Ja, wirklich. Oh. Also, Slippy fängt jetzt auch ein bisschen an, mehr. Ja. Das macht er sehr gut. Ja, Beefy Up-Piece. Genau. Und es schickt immer irgendwie links. Keine Ahnung, es ist immer voll nützlich für Wario. Oh, schöner Punish. Okay, sieht sehr gut aus für Zebra in seinem ersten Game hier. Verbannt sind Town, Carlos. Und FD. Town Carlos FD, also die flachen Stages. Die flachen Stages. Ja, die andere flache Stage. Aber ich frage mich, warum, wenn hier Wario gut auf Battlefield wäre, oder? Mit dem Clapping, so Ladder-Combo. Oder doch nicht?
Vielleicht braucht er Space einfach zum Campen. Das will einfach nicht interagieren mit dem Fario. Kann auf jeden Fall sein. Ja, clap, clap. Oh, nice. Das ist echt. Das erinnert mich, an so Palo-Games, wo wir direkt anfangen mit so, ob er 50%. Wobei man sagen muss, das war tatsächlich von Slicky geredet mit dem Uptilt. Ja, das stimmt. Das war drinnen. Nicht Kombo, sondern ein guter Reset. Hast recht. Das war eigentlich zwei Kombos hintereinander. Oh, ein komischer Trade. Oh, noch ein komischer Trade. Jetzt ist richtig kein Jump, aber Slicky war sich vielleicht nicht sicher, ob der Jump schon war. Geht er nicht für den Edge Guard. Schön. Gut, so hat das letzte Game halt auch gestartet, aber ich hat den Kill nicht gewonnen. Der Down Smash in the Ledges war es. Ich glaube, das ist nur nützlich, falls es da ein Motorrad gibt. Ja. Ich finde die Hitbox. Ja. So, F-Tilt holt den Stock. Das heißt, jetzt hat Slippy das erste Mal einen soliden Stock-Lead. Einen guten Stock-Lead und auch einen starken Stock-Lead hier mit ganz viel Prozent oder doch nicht mehr. Kommentiert das. Lässt sich gar nicht aus. Lässt sich nicht aus dem Konzept bringen hier in der Corner. Früher Akquise. Ist nicht grabbable. Nee, ist nicht, kann man nicht machen. Er hat überlebt irgendwie. Das auch. Ja, das wär's aber. Ein schönes Tomahawk. Ja, nach erst ganz vielen Hitboxen, dann Tomahawk natürlich ein guter Restart. Also, Warf ist ready. Ich frage, ob Slippy sich Warf für den nächsten Stock aufhebt oder halt hier einfach rein Cash. Manchmal hat man nicht die Wahl, ne? Ja. Es wäre cool, jetzt einen Stock zu closen damit, aber wenn er so einfach weiter so Openings findet, ohne Warf, geht auch. Aber Hauptsache, der Threat ist da. So. Also wenn er jetzt Warp benutzt, hat halt den Vorteil, dass er, wenn er ganz lange noch das Game geht, dass er noch einen zweiten kriegt. Oder zumindest ein Half-Warp, ne? Aber das Opening muss halt auch erstmal kommen. Ja. Vor allem jetzt gibt es, glaube ich, nur noch Up-Tilts Warp. Oh, schön jetzt, aber. Noch nicht. Oh ja. Yeah. Yeah. Slap. Big slap. Also, Slippy hat hier den Justin recht oft an der Ledge, aber kriegt ihn nicht so gut getrappt. Weil er gerne am Anfang so chillt zum Gucken. Immer noch. Dann hat sie überlebt. Direkte Dash Attack. Die Revenge Dash Attack. Und ja. Ich würde sagen, Vorteil Slippy. Aber ob er das Opening kriegt, ist eine andere Geschichte. Das ist auch das Ding gerade. Ich wollte gerade sagen, du hast noch nicht so viel PK Fire gesehen. Aber der Downtilt ist auch unglaublich stark. So ein bisschen wie Rob Downfield. Ja. Nicht ganz so stark, glaube ich, aber trotzdem sehr gute Follow-up auf jeden Fall. Oh. Also ein bisschen scary schon, wenn ich schon ein bisschen scary. Weil der hochkonzentriert. Oh, das war schön. Warten, er wusste, dass er da warten könnte. Oh. Was macht er da? Ist er tot? Der wurft so einfach, das war wirklich gut, Alter. Das war wirklich nice. Das ist zu gierig. Ja. Zu gierig für den Edge Guard und die Warf Armor geht einfach durch. Nico, möchtest du auf dem Stream Deck den Clip-Button drücken? Aber ganz schnell. Nice. Das soll 30 Sekunden auf Twitch hochladen.
Sonst müssen wir ins Wort gucken, auf die, wo du sagst, denn Klippen und dann. Ja, aber später, wenn ich hier die Timespans finde für Wots, werde ich das übelst geben. Deshalb alt bei mir. Übrigens, kommst du zu Brexit Summit nächste Woche, Dienstag? Ich probiere es. Super. Ich werde gucken, ob ich Montag campen kann. Oh man, ich glaube, das wird nicht so krass, weil viele Leute gebannt von Campen sind. Ich warte noch eine Zeit. So, gleiche Stage, Game 3. City fängt wieder an hier mit Resets. Oh, die spielen beide so schöne Blau und Pink. Das ist Pride Month, ne? Okay. Also man sieht, dass das Gameplay wird schon ein bisschen schneller ist, ne? Yeah, mega schnell. Wow, boof. Nice. Die Kirche ist der Lache. 30 Sekunden, erster Stop. Oh, cheeky. So ein Spring, sagt er. Spring, bitte spring. Bitte spring rein. Normalerweise so Elite-Smash, ja? Wenn du so Smash-Attack charge und hoffst, dass der Gegner reinspringt, weil er nicht Dash werden will. Ja. Yeah. Oh, ist noch healthy. Nur 32%. Mhm. Hat er noch nicht. Naja, muss jetzt auch nicht so hart reinkommen. Nee. Hatte die ganze Zeit nicht gemacht, aber gerade jetzt und vor der dafür gefunden. Aber. Was ist das denn? Bisschen. Für die Multi-Ferries gehen, oder? Wieder doch die ganze Damage, was er bisher gespart hat. Oh, wow! So. Late Fair into Dash Attack. Krass. Hab ich nie gesehen, so. Wow, diese Reversals, das funktioniert mega gut. Und wenn er nicht möchte, kann er einfach schnell zu Ledge wieder. Ja. Oh man, aber das. Wow. Na, vielleicht müssen wir danach mal fragen, ob es wieder der Timer war. Yeah. Aber ich glaube, er wusste schon, dass er Wurf hat. Ja, der hat noch Chance für den zweiten Wart. Mhm. Oh, der Crow noch nicht. Kein Rage auf Justin. Oh, aber der hat er holt. Miss Space für den Timing war richtig. Oh, diese kleine Trip. Ey, wieso sind diese Get-Up-Attacks, diese Wake-Up-Attacks so krass auf Shield? Das ist in Smash 4 auch schon gewesen. Yeah. Vielleicht, weil es einfach zwei Hits sind und manchmal kriegst du halt nicht einen Hit. Oh, very scary. Oh, jetzt hat es bekommen. Diesmal kriegst du hin. Das ist super. Ich finde es auch eine gute Option. Selbst wenn er nicht trifft, kann er mal einen Matchup machen. Ich guess die einzige Gefahr ist, dass. Oh nein! Er wollte bestimmt Side-Beachen drücken. Yeah. Scheiße. Okay, so, ich bin sofort wieder da, ich muss meine Wasser holen. So, ja, 2-1. Also, es war auch sehr dominant von Zebra. Der Warp hat vermisst und ich glaube, das hat. Ja, Zebra hat das einfach sehr sauber runtergespielt und dann kommt halt der SD. Bisschen schade, aber mal gucken, ob sich Slippy hier für Game 4 zusammenreißt. Stage bleibt die gleiche, ich denke, wir werden dieses Set keine andere Stage mehr sehen. Beide sehr confident in der Stage. Das war. Oh nein! Oh, was passiert? Wie bei PK Fire, vielleicht den Jump gecatcht. Krass, und dann direkt tot. Oh man, das könnte sein, dass es Ende für Slipknot ist direkt. In der ersten halben Minute von diesem Game. Ist natürlich ärgerlich, aber muss man sich einfach. Muss man sich wieder fassen. Man muss trotzdem klarkommen. Das macht halt den Unterschied aus, wenn du ein sehr
starker Spieler und, oder ja. ein relativ neuer Spieler ist, einfach irgendwann diese Mental Power genau. zu haben, da einfach zu sagen, okay, ich kann das Comeback trotzdem holen. Ja. Diese MK Leo Game 4 Mentalität. Ja, yeah, ne? Confident sein, dass ich schon das klatschen kann. Oh, genau so. Wirklich nice. Und jetzt hat er nur 7% geholt. Also das war ein sehr sauberer Stuff hier. Mm. Lässt sich hier nicht beeindrucken von seinem eigenen SD in zwei Games, also hintereinander weg. So. Der Grund, warum Slippy hier einer der Top-Favoriten auf eigentlich jeden war. Fall. Er will das Reset holen. Er will hier nicht hamstern. Ja, das stimmt. Wir haben noch eine letzte Bastion of Defense hier. Der Hamster wartet in Grands. Ja, der Gewinner von diesem Match muss noch Gear und dann Hamster besiegen. Uff. Gut, mit der Plattform, der Dodge. Landing ist, ne? Slippy war ready, den Landing zu catchen, aber halt nicht auf der Plattform. Das hast du gut gesehen. Oh, okay. Ich dachte, ein kleiner Putz ist da rausgekommen, aber... Das war auch gerade so. Wow, aber er hat's noch. Leuchtet mal. Oh, sehr schön. Der Fire Bear. Diese... Oh, das ist gefährlich. Wow, und er ist hinten geschickt. Very scary. Bisschen... Ja, diese Overextension von Zebra. Das war eine gute Idee, aber... Ja. Aber das Bike hat es halt leichter gemacht, das zu hit, fand ich. Genau. Du kriegst zwar die Hitbox länger draußen, aber dafür bist du auch länger im Licht, wenn du Licht hast. Oh. Okay. Oh-oh. Nice. 60%. Er muss gar nicht warfen. Nee. Muss nur ganz normal... Lässt ihm einfach einen Edgeguard-Warf wieder, wie erstes Game. Hey, das Offstage ist und dann warfet er einfach den Pika Fire, Pika Thunder. Ja. Das ist so lustig, diese Offstage Warf. Ist halt gut, selbst wenn du nicht mit der Hitbox triffst, ja. dadurch, dass Ness Wario trifft, ja. ist die API halt einfach kürzer und ja. reicht das manchmal einfach nicht mehr. Das stimmt. So, ja. Also Slippy spielt jetzt einfach super safe, weil er möchte nicht gebackthrowed werden. Ja. Yeah. Das ist was. Backflow Dash Attack Kills. Oh, er hat es einfach. He pulled the treasure. Aber ich meine, selbst ohne Wart. Selber wird es jetzt auch langsam knapp. Erstmal ein bisschen Leben zurückgönnen hier. Viele Interaktionen kann er sich nicht mehr erlauben und er muss halt committen, um den Stop zu holen. Okay. Geht hier nicht für die Dash Attack, hat wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass der Downtilt trifft und die Nair holt hier den Stop bei 230%. Wow, direkt okay. Back Air. Und jetzt? Oh, was ist hier los? Weil wir hier auf dem Roll-Distance Spacing. Keiner will hier wirklich rein. Der wow, das macht jetzt so wirklich coolen Upsmash. Sehr, 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 sehr schön gefangen. Ja. Nach dem Game 3 hier. Ja. Into SD schön runtergeschnitten. Ja, ne? Er hat es irgendwie zurückgebracht. Okay, 2-2. Noch nicht, doch noch nicht vorbei für Slipknot. Holt sich erstmal ein Wasser hier, stay hydrated. Mhm. Bei dem Wetter. Stay hydrated. Oh, guck mal. 16 Viewer. 16 Viewer, ja, siehst du? Also wir warten hier tatsächlich noch auf das Gewitter. Also wir hatten vorhin in der Ferne Donner gehört. Ja. Aber und laut Wetterbericht heute soll es einen großen Gewitter geben. Der Regen lässt noch auf sich warten. Es hätte auch gestern auch gewittert sollen. Hat es aber auch nicht. So, oh, wir sehen eine andere Stage. Andere Stage. Andere Stage. Okay, Musik. Okay. Was nimmt er? Wir gehen nicht auf PS2 zurück. Aber Inkling-Musik, nein. Nee, bitte nicht. Inkling-Musik ist mit Abstand die schlechteste ganz viel, Musik. Ganz ja. Fast so wie Environmental Noise. Oh mein Gott. Hey, als sie diesen Trailer für Splatoon 3 gemacht haben, diese neue Modus, so Salmon. Ja. Ach, die Musik im Hintergrund, Alter. Die ist richtig weird. Na, 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 na. Oh, wow. Throwback to Smash 4.
auf dem Dreamland Stage gab dieses Lied, haben es ganz oft gehört. Jetzt aber nicht mehr. So, Game 5. Hier geht's ums alles. Der kommt hier ins Losers Finals. So, jetzt haben wir eine kleinere Stage, das heißt, wir werden mehr Interaktion auf jeden Fall sehen. Geil. Trotzdem zwei Plattformen für die Extensions. Und ja, allgemein weniger Platz, wo man nachher landen kann. Ja, und wir sehen hier gleich wieder 60%. Hey, diese Double Jump Cancel PK Fire Dings ist so gut. Die ist gut, ja. Wenn man trifft, boah. Oh, sehr gut. Einfach reagiert mit Schild. Oh! Jetzt haben wir Reverse mit dem SD. Kann es sein, dass er so unten gedrückt hat da, oder? Nee, er war ein bisschen zu weit weggedrückt. Ah, shit. Beziehungsweise, er hat zu lange das PK Thunder laufen lassen. Ja, stimmt. Ich glaube, jetzt sehen wir hier, ob Zebra auch die Mentalität, was Slipknot das letzte Game gezeigt hat, auch hat. Ich will beweisen, ich kann das auch hier. Ja. Ich kann dir auch einen Homie-Stock lassen. Ey, ich finde Wario F2 einfach so geil. Wow. Einfach Slap. Slap. Oh, okay, diese gute Multi-Hits. Oh, wollte hier Upsmash gehen. Ja. Vorschau. Kein Bike zum Recovern. Ja. Das ist ganz schlimm, ne, für Wario, wenn der Biker am Stage ist. da hat sich nichts geändert, dafür, dass der Motorrad da war. Diesmal wurde er gepunished. Genau. Hat bis jetzt die ganze Zeit das machen können for free und Sarah sagt sich hier, pass mal auf, wenn du das machst. Es kommt gleich Waft, glaube ich. Also Full Waft. 4:50. 2 Minuten, oder? Da ist. Kann sein, ja. Und es kommt halt auch drauf an, ob er halt Neutral Beast benutzt oder nicht. Ah, stimmt, ja. Geht das ein bisschen früher manchmal. Also Zebra? Bringt das zurück? Also, ja, tatsächlich. Hier, wir werden sehen, ob das auch bis zum Ende des Games reichen wird. Ja. Wie der mit der Bike einfach runtergefallen ist gerade. Oh. Zebra's Last Stock. Oh, kleines Taunt. Want to get warped? Oh, er hat Last Stock gegen einen Wario mit Warped, ey. Anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Dann möchte ich nicht tauschen mit. Das Bike. Oh, diese Bait war gut. Das war wirklich nice. Ja. Okay, noch nicht vorbei. This is it. Das entscheidet, wer weiterkommt. Oh mein Gott, jetzt aber! Ach, falsche Richtung. Aber big damage. Big damage. Und jetzt großen Vorteil. Jetzt das Moment mal weiter mitnehmen. Ja. Oh, okay. Der Stack, kein Jump. Momentum völlig in Slipknot-Seite. Oh, sehr schön gegen die Stage recovered. Ja. Damit der F-Tilt zum Timing her. Nicht two-frame. Wirklich schön. Oh mein Gott, diese Nairs. Oh, okay, jetzt gefährlich. Das ist spannend, ja. Das entscheidet alles. Schön wieder zurück. Endlich seine F-Tilt. Wow. Sehr.